So, ich wünsche euch durch die Gnade und die Friede von Gott und diese Mad besonders wie, und damit wir uns diesen Un können konzentrieren, euch über das Wort an Seidheit, und damit dort Gott konnte ich kriegen, und dass wir Gott dort ein paar Kerne lernen können, und dort wir gerade Freude haben, an unserem Leben wieder zu gehen. Wenn wir weiter dort hat sich gelohnt, vor allem anzustehen und vor allem dort zu sein, wo er uns haben will. Von der aus zu uns, der das Thema Vergebung. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr war. Vergebung denke, dann denken wir vielleicht so, okay, wir sind so glücklich, dort Gott ist in Wahrheit aufgemerkt, dort wieder Jesus Christus Vergebung gekriegt haben. Dort ist so, du freust mich auch zu sein, und ich möchte das immer wahrer, dort Menschen so glücklich wurden, wenn die diese Vergebung wirklich am Horte erkennen, dort die mit dieser Vergebung leben können, dort die Worte, dort Gott seinen Sehen geschickt hat, und dort das Blut, was gerannt ist, meine Schuld gewaschen hat, dort ich durch kann ein Kind Gottes sein und nicht Angst habe für die ewige Verdammnis. Dort ist ein ganz, ganz großer Schatz, und du willst auch immer weiter bleiben. Und wie möchte dort, ob dort durch diese Vergebung, du passiert dort nicht, dort wie unsere Schuld betonen können mit unserem Geld, oder mit unserem Blut, oder mit unseren guten Worten. Dort können wir nicht. Die wirkliche Worte Vergebung passiert, da ich dort ein erschuldet Lamm sein Blut vergeutet deut, damit dort deine Schuld von mir in die Absicht nehmen deut, und ich du durfte die Schuld nicht drehen. Beharrlicht. Nun aber meine Frau als von der die Vergebung und ja an anderen. Mir jankert du zu dem Tag zu lesen an Matthäus Kapitel 18, Vers 21, bis 35 steigt. Dort ist ein bisschen langer Tag, aber mir jankert den zu lesen. Bei euch, ich den lese, der jankert mir eine Geschichte vertal. An einer Stadt, du wie ein sehr ehrlicher Präsident an dieser Stadt. Er hat seine Stadt eine sehr gute Ordnung. Der Mensch schätzte am sehr, und habe ich sehr beläuft von der Falterung daran. Und mit eins Mord dort folgt, dort an dieser Stadt immer wahrer und immer wahrer gestohlen wird. Wird nur gesagt und gecheckt, wo ich habe die Matone, wer ist der Stehler, wo ich habe das Problem lösen. Dann wird ein Gebot von diesem König, des Cäsar oder des Präsidenten oder Korridor oder wo wir das sagen, wo du an der Stadt wirst, wird einen Orderrüt gearbeitet, dort wer diesen Däuf wird fingen, und wer immer dort wird sein, der kriegt 70 Schläge von dem Militär ihrer Pitsch. 70 Schläge von dem Militär ihrer Pitsch meinen, dort mögt nicht im Leben vom Mensch, dort wird zu Kraft. Eigentlich sieht dort aus die Tod. Aus dem Tag, wenn einmal gekommen wird, aus des Präsidenten seine Stuhl mit seinen Beamten taub, dann käme du Mana, aber nun seine Mana, wo er dann nun am Non käme, und der wird sehr abgeregt, weil er in diese Stuhl nicht käme. Und der wolle nicht reden, und du wirst, was ganz gewollt wird, und das kann ich fragen, was ist nun passiert. Und die sind so abgeregt, und die sagen, wir haben den Teufel, der über den Tod entdeckt. Und wer ist dort? Und dann werden diese nicht reden. Und mit einmal dann sagt es einer, das ist deine Mama. Und der ist 70 Jahre. Aus dieser dazu hier, über Läden stellt ihr, in alle Fälle Stunden checkt, wo war das Cäsar, ob das reagiert, ob das Gebot, wo wir die Leute haben, ob seine läuft, tut die Mama. Das Cäsar merkt dort aller Reut und holt seine Soldaten an und bringt den Schuldner Eva. Und sie hören dort so, dass sie den wurde der hängen, die Beine einfach anbringen und dort im Hänger im Regen dieses 70 Schläge wurde kriegen. Und sie diese Mama, du sie dort ganz reut hören und die Soldaten mit ihren Schlägen reut stunden. Dann checkte er so abgeregt, was wirklich passiert.
Und als er das letzte Wort soll sagen, zum Losschlone, dann lacht es Cäsar sich erst ab seine Mama nach und sagt, los. Dort mein, ich dem diese Schuld ab mich. Das wird Jesus Christus für uns zu tun haft. Ich kann dir hane diese Schlei verdient. Ich kann dir hane gelehrt. Ich kann dir hane Dinge tun, was wir nicht sollen tun. Wir haben Menschen betriebt. Wir haben Menschen wollen tun in Madrid. Wir haben Menschen vielleicht Schläge umgesagt. Wir haben viele böse Dinge tun. Wir sind schuldig für diese Schläge. Aber als Gott dort sagt, dort ecken du diese Schuld nicht können ab uns nehmen. Dann jammert am dort uns an mir und die. Und heute dort sehen sehen, du Eva. Und Leute, die sie im Leben nehmen, dort ecken du die Schuld nicht drehen, Brücke. Und du rapanjan kann mich freuen, wenn wir diese Schuldentlassung angenommen haben. Und wir haben dort verstanden. Und wenn dann unter uns als Geschwister Dinge abstohnen, wo wir uns versagen, verlassen, verfehlen, wolle ich Bastyreut, den Nächsten zu vergeben. Wolle ich Bastyreut, die dort treuen, wenn du wem hast wollen, tun, in zu gönnen, um eine Vergebung zu beten. Wollen wir den Tags lesen? Matthäus 18, Vers 21, Bad 35, steht. Da trat Petrus zu ihm und sagte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündig vergeben, bis zum 7-mal? Jesus sagte zu ihm, ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Talenten schuldig. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr ihm und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um ihm zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihm und flehend, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechtens vom Mitleid bewegt und er ließ ihn frei und seine Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht aus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Denare schuldig. Und er ergriff ihn und würgte ihm und sagte, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht ihm nieder zu seinen Füßen und bat ihm, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihm ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechten sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betriebt und kamen und berichteten ihren Herren alles, was sich zugetragen hatte. Da befiel ihm sein Herr in Vorsicht und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dich erlassen, weil du mich batest. Solltest du mich dann nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinen Bruder vom Herzen seine Fehler vergebt. Geschwister, wenn ich diesen Tag so überlese, dann kommt es mir denn wirklich sehr streng vor. Besonders der letzte Resultat von diesem Tag. Hier passiert eigentlich gerade dort, wo viele Mal uns Christen passiert. Wir haben ganz an wirklich Jesus Christus angenommen. Wir haben dort ganz bewusst an uns, unsere Schuld wird zu groß. Wir haben dort nicht können selbst betonen. Wir sind so dankbar, dass wir von dieser peinlichen Schuld los sind. Wir sind so glücklich, dass wir für die Qual von der Hölle weich sind. Dort wir eine Zuversicht haben, dort wir am Himmel kennen sahen, dort wir nicht brücke, wie diese eure Strufung peinliede. Nun kommt aber mit einmal unser Ernstes Geschwister, wird überdehl. Und dort ist mir so unangenehm, der hat mich vielleicht auch mit Rache wollen tun. Dort kann alle so sein. Aber wo eva unsere Anstellung ist, gehen eva zu den Nächsten, wenn wir an unsere Vergebung denken, die Jesus Christus für uns zu tun hat. Ich frage mich immer, Vara, warum ist das Vergeben noch so schwer? Oder ist das nicht?
Ich habe dort immer wahrer. Dort war ein Mensch, was wird wohl ungedohne. Dort kann man reich und manchmal erst dort anreicht. Aber die Person selbst wird betroffen, als man dort, wo der in manchen Fällen reagiert hat ab dort. Die kann nicht loslassen, die kann nicht vergeben, und die reicht dort mehr, auf selbst leiden und ja dort. Und irgendwo wie dort glaubt nicht. Wenn wir diesen Tag so Eva lesen, dann merkt wir dort Petrus, diese Frau, nicht Frau bedeutet, worauf du mal mit dir tun, wenn ein Sünder in der Welt, wenn einmal taub bräuchte und ihr sie in Sünde lebe, wo wir uns glauben, die Menschen und ihr dort handeln sollen. Die Frau wird nichts dort gestalt. Die Frau sagt, aus Jesus hier am Rede wir, und hat vertalt hier verschiedene Geschichten, und dann mal einmal, dann Vers 21, dann sagt er bloß, dass Petrus mal einmal abstöhnt, und er ging und sagt, Herr, wofür einmal mal ich mein Bruder vergeben, der sich gegen mich verschuldigt. Riecht das nicht siebenmal? Weil ich frage mich, wenn ein von unseren Brüdern mich siebenmal den Tag weidet, habe ich da nicht auch zum vierten Mal vor dich mit dem? Habe ich da nicht auch beim zweiten oder dritten Mal aufgeschaut und gesagt, mit dir geht nichts da und geh mal, wascht. In Petrus, der hat diese Frau einfach gestohlen, dort habe ich auch drei Tiere, dort mit sieben Monaten auch wieder auch beschäftigt. Und heute frage ich die Bräuter. Und Jesus respondiert und wird abdeckt. Und heute sage ich, das darf nicht mit sieben Monaten auch zu tun. Dieses Soul, was hier sage, das, dort mal nehmen, das brauchen wir nicht ausrechnen. Wir wollen bloß dort weiter, dort hat begrenzungslos meint. Bedingungslos und begrenzungslos, Salvi. Einer den anderen vergeben. Ich frage mich manchmal, warum passiert das dann, dass so manchmal immer war diese Video von den Nächsten, diese Fehler von den Nächsten, mitgedreht worden, behohlen worden und so wieder, dass die Menschen nicht in diesem Bereich Ruhe fingen und sich verjagten, ja Spaltungen, ja Zorn, ja Zwietracht, ja Hass, all diese Dinge bühen sich ab, anstatt zu vergeben. Warum vergeben? Vielleicht frage ich uns mal, warum ist das wichtig? Bloß wegen des Gottes Gebot, das sage ich das. Von manchen sagen wir, so fährt mal enttäuscht, wenn uns ein Mensch gesagt hat, du mal dort, dann haben wir dort vielleicht auch ganz gut gemerkt. Aber wie merkt ihr irgendwo, wie sind enttäuscht mit dort? Das, was wir gemerkt haben, das bringt nichts. Das bringt den, wer dir das ungenäht hat, vielleicht zum Golden. So sagen wir manchmal. Wir haben dem anderen vielleicht ausgenutzt, damit er was tun soll für mich zum Golden. Aber weißt du, was die Schwester, wenn Gott gesagt hat, dort wie für jeden soll, dann habt ihr dort nicht dort bloß andere zum Golden dort. Dort hat uns und ihm andere zum Golden erst. Die Beweise dafür, dort sind die Resultate, dort sind die Auswirkungen von Unvergeflichkeit. Ich weiß nicht, wo ihr dort geht, wenn ihr mal am Horte haben, Ferien nehmen, wem nicht zu vergeben. Wie wurde denn dort nicht mal nur drehen, und wie wurde denn dort nicht mal mit dort mal bewiesen, dort ich wollte die Hängen, die haben. Und Matthäus sagt das auch, wenn irgendwer will ein Opfer tun, und er merkt mit einmal, dort ein Bruder, der die Hängen uns hat, dann lud den Deins doch und geh ich schon mal an den Bruder, und versäumt niemand den Bruder, gut drehen in Dein war. Ich möchte, dass diese Bedside mangelhaftig ist. Nummer eins, dass der Mensch nicht reut ist, ohne Bedingungen und ohne Begrenzungen zu vergeben. Und dort zweitens, dass viele Menschen nicht reut sind, zu bereuen. Mianka hat dort einen Vers zu lesen am Lukas Kapitel 17, wo ich aber dort so nur denke, was wirklich das Utschriver mal dort sagen will. Lukas Kapitel 17, Vers 3 in Feuer. Und Vers 3 sagt dort, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihm zurecht. Und wenn er das bereut, vergib ihm.
Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigen würde und siebenmal am Tag zu dir käme und sagte, es reut mich, dann sollst du ihm vergeben. Geschwister, leider muss ich hier ein zu sagen. Viele Mal, nicht immer ist das Problem, dass der Mensch nicht reut, es zu vergeben. Viele Mal ist das Problem, dass der, was getan hat, der es nicht reut, tote Stunden zu bereuen. Weil sagt du so über nur dacht, trotzdem soll wie begrenzungslos reut sein, zu vergeben. Aber wenn ich diesen Tag, diesen Vers ganz so real lese, dann sage ich dort hier, dort wann die, wie soll er Acht haben auf uns selbst, und wann unser Bruder gegen uns sind, dann soll wir dem Trach wiesen. Und dann sage ich dort auch, wenn der noch dann reuen wird, dann soll wir den vergeben. Weißt du, was ich von Eindruck manchmal sage? Dort, jo, ich habe alles vergeben, jo. Janen reut dort nicht. Den wird nicht ab dort hand gewesen. Dort hat er wirklich den anderen verletzt haft. Dort hat er wirklich den anderen beschädigt haft. Jo, der muss vergeben. Deshalb wird dem anderen verletzt haft, der jährt aufwegen, der will sich nicht demütigen, in bekannen, in bereuen. Und da wird es getan haft, der denkt bloß so, jo, ich muss umul vergeben, besser als ich sage bloß jo, und lass mich nicht mehr sein. Wenn ich die Bibel checke da und ich das hier so lese da, dann verstehe ich und ja die zwei Sachen, nicht bloß der eine sieht. Da sieht, wer dem anderen verletzt, den soll traurig gewesen, sagt das Wort Gottes. Leider passiert manchmal bei einer Trachwiesung eine größere Verletzung. Dort kann alle du anlegen, dort wie nicht gebeten und nicht lieben, vor allem wenn Trachwiese wäre, bloß wenn du dir auch mal und einmal Bett so und so ist, nur wo ich dir noch mal sei. Leider passiert es dann wirklich manchmal. Aber wenn dort Fehler gemerkt wurde, bei ihm zurechtweisen, bringt uns dort nicht zu Hause, dort wie sind nicht mehr Säle. Dort wird Gottes dort wie den nächsten Saal Trachwiese, dort wird nicht weiter diskutiert, wie ihn dort Fehler euch merken, wie ihn dort Fehler wieder verletzt sind. Deswegen bleibt dort wird Gottes. Und hier sage ich dort einfach. Dort sage ich dir einfach ganz klar. Dann gut han in Wies dem Tracht, in wann ihm dort gereuen wird. Dann gut han, und dann soll der andere auch reut sein, zu vergeben. Dort kann auch passieren, dort Personen du sind, die von Janem dort auch reuen wird, dort er auch nicht reut, als zu vergeben, wegen der Verletzung als zu groß, der Schuld als zu viel. Weißt du, wenn ich so und hier, dann denke ich immer an die eine Begebenheit. Ein Mann, der hat kein Geld gehabt und ein sehr reicher Mann, der bittet ihn, eine Weltreise zu merken. Er sagt, ich werde alles freigeben, du kostet am Sonst alles mit. Sei Reise, diese ganze Weltreise durch, und dann passiert dort auf einer steht, du fehlt diesen Mann, wie er betulte, der hat einen 20 Cent. Und das andere nahm Schwind und tut der 20 Cent du üt, und dann sind sie wascht. Das Mann, wo er ganz betult hat, der denkt nicht, und den 20 Cent retul, wegen hat die gesagt, hey, was hat Ola? Aber wenn irgendwann so rum sind, dann kommt dieser an und sagt, ich, und das Mann hat er diese Reise betult. Stimmt das? Das stimmt. Der hat auch was zu tun. Leider, weil wir manchmal bei der Vergebung selbst was zu tun. Wenn wir selbst mit unserer eigenen Kraft wollen, vergeben den Nächsten. Ich weiß, dann wird das nicht klopfen. Dort schafft euch, die kostet die Anstrengung, die kostet dort Wähle, aber welche dort klopft euch, wie macht ihr diese Vergebung, die ich Jesus Christus akzeptiere? Und wie macht du undenke, obwohl er uns vergeben hat, braucht wie seine Kraft, und wie braucht seine Wut, und seine Blutvergötung, immer war an uns zu bekicken, du musst das wie dem Nächsten vergeben können. Wenn wir vergeben wollen, dann braucht dort wie uns entscheiden. Ich brauche dort ich mich entscheide, dort ich den Nächsten vergeben will und dann auch dort bewiesen, der man zu tut. Wie sollen dort hier dort Petrus, wie soll er betroffen? Petrus, der wie einfach ab diesen Sand gekommen, dort hat einfach so gedacht, ist dort nicht genug, wenn ich siebenmal all da und du wirst dort bereuen bei.
Heute sag ich, wenn der Bruder dann am Kämpft und bereut hat, dass dort nicht taugt, dann sieben Mal. Und Jesus geht dort ab einen, heute sag ich, dort soll begrenzungslos sein. Und ich frage mich manchmal, mal, warum aus Kinder Gottes so manchmal mal diese Dinge passieren. Wo mir Jan hat ab angehen, dort ist das, wenn ein Mensch sich nicht entscheidet, der zu vergeben, was passiert. Gott hat sein Gebot gesagt wie Säle. Und Gott hat dort auch so gemeint, dass er für uns zum Goden ist. Nur ob er dort sieht, was passiert, wenn wir nicht tun. Automatisch spürt sich ein Hass an uns gegen den ab. Was sagst du dann 1. Johannes 2 von einem Mensch, der einen Hass gegen einen Bruder hat? Dann nennt die Bibel am sogar einen Totschläger. Und dann sagst du, und ihr wisst, dass ein Totschläger nicht ewiges Leben bleibt in sich hat. Diese Sache ist eigentlich wirklich schlimm bestellt. Wegen Jesus selbst sagt an diesen Tags ab und ein, so wird auch uns himmlischer Vater handeln, wenn wir einen Bruder und ihr uns nicht wurde vergeben, dann wird heu uns der Fehler auch nicht vergeben. Das heißt, der wird gerade und dort meint so viel, wie wurde ein Totschläger. Du passiert Ablehnungen, du passiert dort wie uns distanzieren. Wie sage ich dann vielleicht, na jo, ich war vergeben, aber ich habe mit dem Bruder oder mit dem Sester nichts mehr zu tun. Hast du dort Vergebung? Leider hier ich sind so verken. Weißt du was, die Schwester? Endlich geht mir dort schon zu jüngst Rede von der aus uns. Ich kann jüngst Probleme nicht. Ich wollte dort nicht, dass die verlaut sind, einer von anderen. Ich wollte dort wirklich nicht. Wenn manche Dinge, wo ich vielleicht anders ausrede, wenn ich die Probleme wisst, aber ich sehe mich überzeugt, die haben Probleme. Wegen, wenn die nicht haben, dann würde ich wählen, die Gemeinde sein, und dann würde die du sein, oder? Was mich Janka zu proben zu tun, mich Janka ganz vom Horte, das Thema Vergebung ist wichtig und ja ernst. Mir hat es so viel schöner mit Menschen zu leben, die heute sind leicht vergeben. Ich stehe ganz selbst da. Dort so eine Menschen, die leicht vergeben können, die sind freundlicher. Menschen, die leicht vergeben können, die sind untreuender. Menschen, die leicht vergeben können, die haben eine leichte Gesellschaft um sich. Dort ist es dort. Und deswegen tragt jede Person dort, nur so eine Person mit einem Kontakt zu sein, Umgebung zu haben, Arbeit zu haben, was immer dort ist, wo er all erfahren hätte, wollt, dort er leicht vergeben kann. Das ist es dort. Aber zu dem Bereich, wo die Ablehnung distanziert wird, wo dort passiert das, wo ich mich selbst verjaftet habe. Geschwister, wenn ich nicht vergebe, ich entscheide mich nicht wirklich aus dem Hortensgrund zu vergeben den Nächsten, dann bedeutet, ich do mich rechne, ich habe Hass, ich do ablehne, ich do mich distanziere und ich do mich selbst verjafte. Das sind die Resultate von nicht vergeben den Nächsten. Das sind die Resultate, von wann ich nicht mehr entscheide, dort ich vergeben darf. Ich mag dort, in dem Leben viele Menschen, vielleicht mal einmal dort zu gehen, wann der Riss wirklich groß ist. Dort kann wirklich sein, dass jemand die Säuer schwer verletzt hat. Dort kann allmählich sein, dort irgendwer, die vielleicht betrogen hat, die hast vielleicht irgendwo einen Handel gemerkt mit einem Bruder, und der hat die wirklich richtig eindrommen und in ihm geführt. Dort kann alles passiert sein. Und dann sagst du vielleicht, wenn dort ein Ungläubiger wäre, dann ja. Aber nun ist dort ein Bruder. Dort ist einer, der auch rückgeraubt ist, der die Vergebung auch angenommen hat. Die soll auch vom Beta weiten. Den soll ich nicht bloß, ja, das geht, dass du nicht alle gesagt hast, wo das Gerätschaft ist, oder das Handel, ich vergebe die in Vorricht. Das ist nicht so einfach. Viele Utsai, wenn wir uns entscheiden, von Pferde an nicht zu vergeben, dann sei ich, ich war dort, wo dem materialischen Verlust angeht, an der Behandlung, am
nicht in Handel gehen merken. Ich war die nicht vergeben, was du dem letzten Cent betult hast, was du mir schuldig bist. Ja, ein anderer sagt, ich sehe dich nicht schuldig, ich habe dich bloß nicht alles angewiesen, was du warst. In dieser Diskussion, der wird immer grater, der Hut wird immer grater. Das ist nicht eine Lösung, das ist nicht eine Versäumung, das ist keine Taubarbeit, das ist keine Liebe. Diese Dinge passieren leider manchmal. Mir jankert jünt nicht, alles zu sagen, was damals lang konnte, wenn es uns passiert ist. Mir jankert jünt nur abhand zu wiesen, was Gottes uns abzuwiesen hat. Am Horte sollst du die entscheiden, wer immer in Worte, die du hast, sollst du Reutsanne zu vergeben. Dort sollst du tun. Das, weil ich dir ganz ehrlich sage, nicht wegen, dass mir das jankert habe, dass du dort sollst und ich für den Streit, der Wort, die dort sollen, auf ihm Lächeln führt. Nicht du wegen. Wegen, dass Gottes Gebot dort anordnet hat. Und dass Petrus diese Frau holt, bat siebenmal im Tag sogar. Und dann redet Jesus drehen, er sagt, nicht bloß siebenmal, begrenzungslos. Bedingungslos. Wo diese Sache dann immer alle geklärt worden musste, dort ist ein anderer Prozess. Dort will ich von dir auch nicht erklären. Ich will die Promote merken, dass du dich am Hort entscheidet hast, dass du vergeben und loslassen sollst. Das ist Gottes Wort und das ist mein Auftrag, was mir immer wahrer jankert, an zum Hort zu lagen, weil wir reut sind. Aber der andere sieht, der wird den Nächsten verletzt haben. Der Jank hat mir auch mal zu merken, dass du die nicht bloß treten das und sagen das, dort ist auch so ein Wort, mal so und so wird getan haft. Dort bohrt nichts, wenn du nicht mal ein Bett wird treten kriegst. Ihr Schwester, dort ist nicht dort, wo du sagst. Wir lesen am Lukas 17, dort der Bruder dort vergeben wird, wenn die dort gereuen wird. Und endlich sage ich einfach das, wenn ich das Wort Gottes lese, dann verstehe ich endlich das. Zum einen Diskussion merke, braucht er zwei Personen. Zum Sanke braucht er zwei Personen. Aber zum Wort Gott merke, braucht er auch zwei Personen. Manchmal wird dann vielleicht so sehr ab den gedreht, du musst vergeben. Dort ist bestimmte Wahrheit. Du willst dich auch nicht von aufloten. Aber ich wollte denen auch sagen, der dort passiert, der dort gemerkt hat, dass Jana vielleicht das nicht verletzt hat, dass die Brüder auch schuldig sind, diesen dort zu sagen, dass du mal traurig gewesen warst. Das lesen wir dir erst. Den mal traurig gewesen war, und dann sag ich, dass man ihn als gereut, dann soll der andere den nicht vergeben. Diese Siede, die besäuert mir immer wahrer von beiden Siede. Und das darf leider, manche Christen so viel Geld verletzungen. Der hat nicht klare Handlungs gemerkt, der hat dort nicht auf ein Papiergut abgeschrieben. Luther denkt, einer so, und dann passiert so ja Fehlverletzungen. Eine Erfahrenheit, die ich selbst belebt habe, Jan hat mir in Mathe deutlich. Wie mögen wir ein Kontrato mit wo wir taub arbeiten wollen? Mit Bräuter, die du bett, oder Jesus hören. Wie deutet dort einfach auf ein Papier abschreiben und unsere Unterschrift geben, jeder einer hat so ein Papier. Ab in ein, wo wir verrechnen, Leute, wie die Jesus Monat, Feiermonat, noch sehr viel vergunen. Ich will mir überzeugt, dass wir so und so, wo wir das berät haben. Aber wenn ich dort hier, dort der andere eine andere Meinung hat, dann will ich an mich stellen, euer ich mich diskutiere dort und hol mir mein Papier. Ich bin so dankbar, dass ich mich nicht diskutiert habe, weil ich eigentlich erreicht. Manchmal passiert es uns das. Missverständnisse abgekommen, Vergehtsame gekommen. Und Luther kam dort hoch und ich habe so eine Meinung. Und wenn du nicht warst so und du warst so, dann passiert nichts. Zu der anderen sieht, dann passiert manchmal, dass Menschen sich verletzt haben ohne Grund. Ihr Schwester, ich dachte immer nur, dass die Bibel wirklich abfordert hat, dass wir bereuen sollen und dass wir vergeben sollen. Das ist das Lied, wie auch du tun. Aber leider passiert nicht immer, dass wir bereuen müssen über Sachen, die wir getan haben, während wir den anderen verletzt haben. Zum Beispiel. Mir wird nur geredet, dass ich ein Gemeindeverbrecher sei. Menschen sagen,
dort ist niemals reich, dort die Sünde tun hast. Und Geschwister, ich habe über Jesus nur gefolgt und an dem habe ich auch ein Teil Menschen verlassen. Dort ist einmal zu dort port, wo wir wurde ganz klar dann sagen, dort sind die auch die Ungläubigen, die verstehen dort nicht, wo die am Jesus ist. Das ist okay, das stimmt. Aber meine Frau ist nun euer Ansatz, Geschwister. Passiert hat auch manchmal, dass Adlige nicht Verständnisse haben, über dort, wo all wieder am Glauben sind, all Verständnisse über haben. Und dann sind die verletzt, dass die irgendwas zu tun haben, was für euch ganz klar ist. Die sind verletzt. Das braucht nicht, dass dieser Kämpfer sagt, ich habe auch gemerkt, wie das biblisch ist. Das kann sein, bloß dieser hat das biblische Prinzip noch nicht am Glauben entdeckt. Dort meint er nicht, dass dieser Mann an der Vergebung bade, wenn der Jan in Verlatshaft mit so einem Wort biblisch ist. Was dann passieren soll, dann soll dem, der verlatzt, als Trache wesen, an dem, dort er nicht verlatzt wird, wenn irgendwer am Glauben wird, dort, wo er noch nicht Verständnis überhaupt. So passiert leider auch manchmal. Und ich freue mich manchmal. Wo viel Gemeinschaft und ihr Ansatz Kinder Gottes habe ich? In den Vers, wo das an Johannes sagt, dass wenn wir Gemeinschaft und ihm Ohren haben, dann sagt er, dann wird das Blut von Jesus Christus uns reinigen von alle Antugend, alle Ungerechtigkeit. Und ich möchte dort immer wahrer, dort an diesem Mangel der Gemeinschaft, dort trägst du so viel bei, dort wie man immer viel leichter vergeben kann. Wie haben uns dann vielleicht ein Klimbett verstarrt und jemand? Was tun wir dann? Dann bühen wir uns durch selbst so viel Stoppen ab. Wie sollen wir dort, wo die Dorn mal so haben, wie denken und wo die du mal haben, ein Bruder kommt, dann sage ich dir den Bett von, dann sage ich dir all, ja, krass, der hat mich du und du auch mal alles dort. Und dann ist dort Park all so viel gerade, was ich über den habe. Was passiert manchmal? Kommt der Dorn, sagt sich du und rede. Und man einmal kriegt die Menschen über dort, Eva wird so verbrückt, dass über den. Und redet ihm du von ohn, dann mag ich, wie man einmal von all diesen Stupsels, was ich an mir abgebüht habe, als Janem überhaupt Frau. Die schaut dort gut. Die wollt du eigentlich nicht von. Und dann schämen wir uns manchmal, dass wir uns so viel haben abgebüht, einer jenen anderen. Ich sage immer wahr, Tim, an diese Dinge, wo wir uns gegenseitig vergeben, Säle, in der Brücke, braucht dort auch dort wie nicht der Sand und dort wie Gemeinschaft leer einer und dem anderen. Ich möchte dort immer wahrer, wenn wir aus die Kinder Gottes uns am harten Fuß stahlen, dort erste Mal, wo ich mich prostvoll über den Nächsten oder verlatsvoll da, wo ich die Person dort erste Glück anrede, als die beste Lösung. Aber das schwanzt. Ich möchte dort an diesem Bereich, dort all diese Dinge, wo uns schwerfallen, deine zu einer Beterung. Und dort sagt Jesus uns, nicht dort wie man in Syrien die sechsseilige Kinder Gottes sein, aber nicht dort wie bloß einen Rosengang für schmähte Lut werden sein und sagen, so Kinder Gottes, nicht hekt. Ich habe hier einen goldenen Stich abgemerkt und du kannst nach Schmack raus, nicht gut Schmack rein, hier verlegen da ist der Himmel. So einen Wacht hat Jesus uns nicht versprochen. Er hat uns versprochen, mit seiner Kraft und mit der Gemeinschaft mit Arm und der Gemeinschaft unter uns wirklich die Freude und Steig vom Himmel all nie all zu genießen. Und dort braucht wir Vergebung einer dem anderen. Wir brauchen dort, wie uns entscheiden, dort, wie uns deub am Hort entscheiden und dort, wie wirklich loslute und dort, wie wirklich die Nächsten vergeben können. Und dort, wie uns auch trachwiese lute. Er wurde Portjan hat mir auch ein Unterrede. Ich möchte dort immer wahr, diese Frau, wo wie einmal Geschwister stahlen, wenn die an die Gemeindewahlen abgenommen sind. Da eine Frau, wird mir immer drängend als dort als diese. Sei die Reue, an die Gemeinde mit der Halpe, auch gut mit der Halpe zu luten. Dann sage ich dir, jo. Manchmal, du, wo dort an die Mathalpe geht, ist auch noch jo. Aber manchmal, wo du jetzt am Matten halber zu luten, dann ist die Reaktion anders. Dann passiert dort manchmal, wo der Mensch sich soll trachwiese luten, das tät ihr wohl. Ans Fleisch ist dir dort gut merklich, wenn ich einen Fehler gemerkt habe oder den anderen verletzt habe.
dort wann irgendwer kommt und sagt mir dort, dort tut es stumm. Wir sind ja immer so gedacht an unserem Denken, dort wie dort Gott gemerkt haben. Wir haben dort nicht so gewollt. Wir haben dort wirklich fern für ihn hat. Dort wie dann selbst einmal zu uns gehen und sagen, okay, wenn dort so ist, dort ich dort so und so gedun habe, dann sie ich reut, tot zu tun. In Gott zu freuen, aus dem ich vergeben will, und auch nur den zu gehen, wie mich verletzt haben, eine Vergebung zu beten. Ich möchte dort immer wahr, dass Menschen, die kommen dann und freuen nach mal, was mir dort zu Gott holen. Mir frucht mal einer, dort wie dann wie ich nicht am Glauben, aber weißt du, was ich drin uns sehe? Nee. Zu Gott holen, was du mir hast dumm gedunen, dort kann ich nicht. Vergeben will ich dir dort, aber zu Gott holen, was du mir hast dumm gedunen, dort will ich nicht. Weißt du, mit der Rede, so wie manches Mal, soll er verletzt einer mit dem anderen. Und eigentlich besonders diese Art, wo du so leicht im Reden sind. Die sagen, manches Mal fehlt, leicht und gleich immer, und haben dort ganz ernst gemeint, und viele andere haben sich über ihr Staat und viele wird, und sind beleidigt du immer. Dort gibt so viele Bereiche, aber deswegen in diesem Bereich sage ich immer wahr, wenn wir uns kennen lernen, aus Bräuter, aus Sestre, wir kennen uns. Mir sehr laut einmal einer kommt nach mir und sagt da, hast du das all gehört, dass du in deinem Sünden sind gesagt hast, über den? Das glaube ich nicht mehr, sehr gefurzt. Na, warum nicht? Ich sitze keine die Person nicht. Ich habe noch nie gehört, dass die Person einen schlimmen Eindruck bringt über einen Bruder. Sonst habe ich von dem Bruder noch nie gehört. Und euer Eich dort, wo ich glaube, wo ich das von den selbst gehört habe. Weißt du, was, die Schwester? Manchmal lud wir uns Furz anreden von irgendwem. Aber manchmal ist das bloß Missverständnis. Was ich tun würde, ich würde sogar Pfarrer, dem Bruder, abrufen und fragen, was ist das mit dort und dort hergegangen? Und er erklärt, dass du ganz kriegst es erst, dass wir keine schlimme Sache und Jana hat es so schlimm abgenommen. Dann braucht das, dass wir reden, dass wir Gemeinschaft haben. Dort braucht dann nicht die Gune sagen, hey, was du mir dort vergeben, mir dort Leute, dass ich die so und so habe. Der hat dort kein schlammes Ding geredet. Dort wird die ganze Wahrheit, der wird bloß Zwischenhändler, wo dort schlamm gemeint merkt hat. Dort passiert so ein Fertmal. Und an all diesen Bereichen, ich sage einmal, den Fiend hat so schön, wenn er krach hineinkommt. Er kann die Geschwister und ihr sich mautlos merken, nicht mehr einen mit den anderen zu reden, nicht mehr freundlich sein zu den Nächsten, sich anzubellen und zu sagen, ich mal, die will nichts von dir, die gleich mir um Mond nicht, ich dote nichts, sich mautlos feule, dulgerünzel feule, in sich Hut abbühe, in Hast, in Schwierigkeit. Und das ist die eine Vergiftung, die eine Untergang. Das ist nicht du wie wenn du dich so fühlst, wegen dass ich die bloß so nicht gleich da. Das ist du wie wenn ich das selbst geschmeckt habe. Ich habe das selbst geschmeckt, dort an diesen Bereichen habe ich selbst nichts, aus Weideau, Schmerzen, Unfreundlichkeit, Freude um Herrn verloren, in Salz nicht mal Mautem überhaupt noch eine Arbeit tun. So passiert dort, wenn wir wirklich nicht für jeden kennen. Mich hat zum Schluss gehen, und mich hat Matthäus Kapitel 6, Vers 15 zu lesen. Dort. Matthäus Kapitel 6, Vers 15. Du sagst dort zu steht, wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Das ist bloß eine wahre Erholung, wie ich an den Tags lese. Ein Kartentipp, wenn uns dort schwer fällt, Menschen zu vergeben. Ich lese einen Kommentar zu dort, in den Kommentar interessiert mich sehr. Und heute schreibt so steht, um leichter zu vergeben, brauchen wir einen dickeren Feld und einen weicheres Herz. Um leichter zu vergeben, braucht wie einen dickeren Feld, dort meint einen Feld rund um uns, dort wie nicht verletzt worden von Fehlen, dort wie nicht verletzt worden von Wied, mit alles, was in uns rumgeht, in einen Weg getort, dort meint, dort ist wahrlich zu vergeben. Und diesen Gedanken, den interessiert mich, den möchte ich mitgeben.
Und dann den anderen Gedanke wird det, dort wie Gott du am Bede daune, dort unsen, dort wie mit Gott eine deupere Gemeinschaft rede und mit arm über die Vergebung rede daune. Dort unsen Denke angeprogrammt wie mit Gott. Und dann mit Gott über dort rede, wo uns verlassen deut, dort mein so viel wie werde geprogrammt. Mit Gott sein Denken. Und dort wäre die geradste Halb, wenn du schwor vergeben kannst. Wenn du schwor bereuen kannst, dann bet Gott, dass er dir diese Mut gibt. Geschwister, wie denke das als eine Schon, wenn ich mich verfehlt habe, jenen Bruder. Nur den zu gehen und zu sagen, Bruder, mir das hat leid. Ich sehe an, dass ich dich verletzt habe. Bitte koste mich vergeben. Diese wird wählen nicht, Jerüt. Ich schwester die Brücke wie oben. Wo schwor der uns dort, wenn wir uns mal einmal an sie eine Kinder versagt haben? Wir haben eine Durchverletzung ungemerkt. Und aus Vorder sah wie man einmal schuldig nach unseren Sehen zu gehen. Aber eine Jute Kirche und Frau, wo kannst du mir bitte vergeben? Ist das leicht? Nein. Ist nicht leicht. Geschwister, dort Chavi, wenn wir an Jesus seine Vergebung denken, was er für uns getan hat, dann sind das so eine Dinge, die aus Janen sind 20 Cent zu der ganzen Welt rest. Warum wollen wir nicht reut seine diesen 20 Cent zu geben? Gottes Wort sagt uns, wenn wir Vergebung brücken, mord wir auch den Nächsten vergeben. Dort ist ein Gebot. In Gott will das Gebot nicht du wegen uns ablegen, dort wie dort Schwarzalle du mit habe, dort wie in Untergang mit dort hanen, heuhaftet du mit Gott. No. Gott haftet für uns dem Gauden. Dort eignen du uns war Läuwe kennen. Dort eignen du taub uns war an Uwechecke kennen. Dort eignen du uns taub kennen am Arme, in uns in Bruderschein schäve, in uns Gottes Sehen wünschen. Dort war er dort. Dort wie taub maut hanen, sein Evangelium wieder zu geben, dort alle Menschen kennen gerat worden. Mocht der Herr dort wird sehen, war aber noch Stunden zum Beten, wenn er posten ist. Vor am Himmel, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für, dass Petrus einmal abstand und frucht die Herr, wo vierke Mal sah wie uns als Geschwister vergeben. Herr, wie weiter dort, dass du dir begrenzungslos hab antwortet deutsch und bedingungslos. Halten jeden einen, der in diesem Raum ist, dass wir uns gegenseitig vergeben können. Halb auch jeden einen, wer dort bewusst weiter der, dass er den Nächsten verletzt hat, dass er auch reut ist, sich trachwiese zu luten und dort zu bereuen, damit er den Nächsten dort vergeben kann, auch vergeten kann. Herr, wir danken dir für, dass dein Wort uns hier Richtlinie gegeben hat. Halb uns an diese Richtlinie zu holen und damit zu leben, damit dort wie deine Herrlichkeit nicht verspielen. Halb uns an dort nicht zu sein, in deine Gegenwart zu laufen, in die zu folgen. In Jesu Namen.